So, kommen wir zum nächsten Video. Just Nero hat mal wieder ein bisschen Videos gemacht. Diesmal nicht Aline Bachmann, mal was anderes von Just Nero. Und zwar die schlechtesten YouTube-Statements. Schauen wir mal rein, wer alles schlechte Statements gebracht hat. Na, Entschuldigung, Na. Freunde. An der Stelle würde ich ihn viel zu lang. Oh, ist das Logan Paul? Was macht Logan Paul da? Ja, Statements muss man ja gar nichts zu sagen, ne? Irgendwie jemand baut Scheiße und dann muss man ein Statement machen und sowas. Finde ich immer nervig und meistens auch unnötig, weil ich denke so, wen interessiert's? Sag Entschuldigung oder lass es. Genau, darum geht es um schlechte Statements. Anscheinend haben wir hier Cymex, Ron Bilecki und Ilias N97, kenne ich. Driving home to you. Ich habe jetzt die ganze Zeit King of Queens im Kopf. Anfangsmonolog halten, mache ich aber einfach mal nicht. Stattdessen möchte ich euch wärmstens empfehlen. Dieses Video hier mit dem Like zu verzieren oder Dislike, wenn ihr mich doof findet. Ach, jetzt komm schon. Sau in Ordnung. Die drei schlechtesten Entschuldigungen und Statements, die mir gerade so als geeignet eingefallen sind, da es sicherlich noch 500.000 andere grauselig schlechte Stories gibt, weil sich entschuldigen eine Influencer-Krankheit ist, sprich Drei eine schlechtesten, ach, okay, das Influencer-Influencer. ist so die Frage. Allerdings würde es einen viel zu langen, unhandlichen Videotitel darstellen. Was wiederum bedeutet, dass ich noch einige weitere Teile dieses Videos machen kann, in unbestimmter Zukunft. Why Und der not? Titel so ist, wie er ist, weil ich mich natürlich ganz in Meinungsblogger-Manier dem inflationären Gebrauch von Superlativen anschließe. Am Ende jedes Teils dieser möglichen Videoreihe ranke ich die Was ist denn hier Entschuldigungen, die bis jetzt jetzt los? vorgekommen sind, in der großen Liste, um wirklich zu sehen, welche die schlechteste der schlechten Entschuldigungen ist. Also ist dieses Format ein Sammelbecken für charmante, wortgewandte. Es tut uns allen schrecklich leid. Was sich in Wirklichkeit aber eher anhört wie: Ich habe gar nichts gemacht. Gar nichts. Wir wollen gar nicht lange rumschnacken und uns die drei Immer noch so Entschuldigungen unscharf, slash ne? Was ist das so unscharf? Ah. Statements zu Gemüte führen. Es sei aber im Voraus Vielleicht fängt gesagt, sich's noch. das soll kein Tee aufheizen sein und nicht alle Kamellen und Skandale neu aufkochen. Wir echauffieren uns einfach so ein wenig über die Momentaufnahmen, die damals im Eifer des Gefechts mal so passiert sind, könnte man sagen. Platz 3. Elias N97 versus Simplicissimus. Ey, ihr könnt mir nicht erzählen, dass ihr euch nicht auch jedes Mal die Hände brecht, wenn ihr den Namen von Simplicissimus schreiben wollt. Was Elias State. Das Problem bei dem ist auch, dass Simplicissimus ist viel zu schwer. Wer soll sich das merken? Also. Zum Kritikvideo von Viel zu Simplicissimus in komplizierter meinen Name. Augen, meine Kuckkorken so schlecht macht, ist, dass man einfach von Meine ihm Tochter mehr war gerade erwartet aufgewacht. hätte. Die Prämisse von dieser. Meine Tochter war gerade aufgewacht, deswegen bin ich gerade ein bisschen. Ob sie wieder aufwacht. Konfrontation war, dass schwer zu Schreibissimus Elias für seinen Sponsor Spitch kritisiert hat. Spitch ist eine Live-Fußball-Manager-App. Ich kenne den YouTuber Elias, kenne ich auch gar nicht. Keine Ahnung, habe nie von dem gehört. Sprich, ihr stellt in der App zu jedem Spieltag ein Team auf und je besser die Spieler auf dem echten Rasen in Real Life performen, desto mehr Punkte gibt es. Hört sich erstmal rein strategisch an, aber das ist nicht ganz so. Laut Simply sind die Glücksspielelemente größer, als man zunächst erstmal denken mag. Und da dies mit der Möglichkeit der Echtgeldverwendung bei Spitch Hand in Hand geht, ist es selbstredend kritikwürdig. Es gibt dazu einige Studien, wie beispielsweise diese hier, dass Daily Fantasy Sports in Zusammenhang mit Glücksspielsucht stehen kann. Ein Deep Dive in dieses Thema zu machen, würde den Rahmen dieses Videos sprengen. Deshalb verlinke ich euch zum Thema einfach das Quellendokument. Diesen Sponsor haben auch viele weitere Menschen nach dem Kritikvideo als meh empfunden. Was passiert also? Elias äußert sich. Und ja, war enttäuschend. Ich hätte wirklich mehr erwartet. Schauen wir mal rein in. Oh oh, Wall of Text. Oh nein, das Statement ist ja. begann mit: Ich werde mich einmal äußern, mehr Aufmerksamkeit hat es nicht verdient. Ja, nein, hat es. Oh. Er begründet seine weitere positive Gesinnung dem Sponsor gegenüber zu dem Zeitpunkt damit, dass man auch mit einer Ingame-Währung spielen kann und das in der Kritik zu wenig herausgestellt wurde. Ist richtig, dass man das kann, dennoch gibt es Studien, die ein problematisches Suchtverhalten mit der Art von Spielen verbinden. So, das wird dadurch ja nicht weggequatscht. Ein durchaus positiver Schritt von Elias war, zu erwähnen, dass er die Risiken nicht genug thematisiert hat. Lobenswert. Das alleine und es wäre ein super gutes Statement gewesen. Ne, mit dem hätte man leben können. Ja?
Nur ging dann das Gepolter los. Es ging Simplicissimus ja gar nicht um die Kritik, sondern nur um die eigene Reichweite. Es wurde Titel und Thumbnail geändert, was eigentlich gang und gäbe ist bei vielen größeren Creatoren, die halt nicht daily uploaden. Und er bezeichnet den Titel die ekelhafte Werbung von Elias N97 als reinen Clickbait. Intervention? Nein, das ist kein Clickbait. Clickbait ist das Baiten eines Klicks, Surprise Pikachu Face, mit einer Unwahrheit, Verzerrung oder was auch. Ja, das ist, glaube ich, was viele auch immer irgendwie verwechseln. Die denken, ein reißerischer Titel bei YouTube ist Clickbait, aber wenn in dem Titel das steht, was auch im Video vorkommt, dann ist es ja kein Clickbait, dann ist es ja einfach eine gute Überschrift. Clickbait wäre ja, wenn ich meine Überschrift nenne, diese drei YouTuber haben Schreckliches getan, und dann berichte ich einfach über drei YouTuber, die einfach über drei YouTuber, und die haben nichts Schreckliches getan. So, das wäre ja dann, das wäre Clickbait. Auch sonst, locken mit etwas, das gar nicht vorkommt, meinetwegen. Das, was da gemacht wurde, ist zwar ein catchy Titel, so bin ich dabei, aber dass eine Werbung ekelhaft ist, ist ein Werturteil einer Sachlage. Und somit kein Clickbait, sondern Legitbait. Das, was im Titel vorkommt, ist wesentlich im Video präsent, auch wenn es catchy formuliert ist. Hier ist ein Video von Veritasium, der erklärt Legitbait so ein bisschen, könnt ihr euch antun oder macht's halt nicht. Gibt's den Namen wirklich? Heißt das so, wenn es legit, also wenn es treffend ist? Okay. Es gab noch so ein paar weitere Shoots, wie selektive Themenfindung aufgrund von Sponsoren und dass der Angriff nur deswegen stattfand, was irgendwie ziemlicher Quatsch ist, wenn man weiß, wie das mit Sponsoren funktioniert. Das brauchst du dafür nicht. Und selbst wenn das so war, dann wäre es auch noch legitim. Ne? Halt, ihr wisst alle, was ein VPN ist. Warum habt ihr noch keinen? Warum? Ihr müsst das ändern. Und zwar jetzt. Und um Abhilfe in der dritten Generation ein oder andere Marke Monate, um eure Kohle zurückzubekommen. Also probieren geht über Studie. Des Weiteren wirft Elias vor, dass das alles ja gar kein Journalismus wäre, kein richtiger. Sie verdienen keine Aufmerksamkeit, er wird nicht mehr auf sowas reagieren. Naja, und er hat sich anscheinend auch nicht so mit Simply auseinandergesetzt, weil er den Kanal als einen Typen bezeichnet und da halt eigentlich ein ganzes Team hintersteckt, ne? Und dann kam der Kicker, passendes Wort übrigens in dem Kontext. Er sagte zu Simplicissimus: Check mal deine Post, du wirst von meinem Anwalt hören. Das war halt am Anfang Leckerli hinschmeißen für die Kritiker, dann persönliche Angriffe und dann gut. Das gibt eine Anzeige. Das war jetzt nicht so. Sympathisch. Man konnte sich nicht unterhalten. Ich glaube eigentlich auch, dass Elias echt ein netter Kerl ist, aber mit dem Ding hat er sich einen Bock geschossen. Das war hochnotpeinlich. Aber man muss fairerweise sagen, er hat sich dafür im Nachhinein entschuldigt. Von daher ist alles eigentlich in Ordnung. Das Statement war trotzdem. Platz 2. Entschuldigung, die pisse ich. Wir alle haben wahrscheinlich Rons Auftreten beim Rammstein-Konzert mitbekommen. In Kürze, er hat rumgepöbelt wie ein Brüllaffe, weil er Beef mit dem Kerl da hatte und hat sich über das Gehalt des Security-Mitarbeiters echauffiert, während er mit seinen 300k im Monat flext und dass er den Lohn des Typens pissen würde. Ein wunderbares Meme ward geboren. Und Ron, wenn du mal das stille Örtchen besuchen musst, bist herzlich eingeladen. Das ist natürlich besonders sympathisch. Sekunde. Weil, wie wir alle wissen, so viel Kohle mit Casino-Streams einnehmen, auf jeden Fall eine tolle Angelegenheit ist, auf die man stolz sein kann. So sehr, dass man damit ein Überlegenheitsgefühl dem gemeinen Pöbel gegenüber an den Tag legen sollte. Um mal kurz den realen Talk hier zu talken, wir Influencer haben ein unfassbares Privileg, das machen zu dürfen, was wir hier eben machen, und damit auch noch exorbitant viel Geld zu verdienen, was teilweise wirklich überhaupt nicht im Verhältnis zu dem Arbeitsaufwand steht. Das ist halt bei manchen Berufen so, aber dass das bei einem Influencer so ist, das ist nun wirklich kein Geheimnis, das wissen eigentlich die meisten. Deswegen sollten wir, was solche Angelegenheiten angeht, eigentlich so klein mit Hut sein. Ich zeige hier gerade mit den zwei Fingern klein, ne? Gerade was Prallereien mit Kommt mal gut, wenn man ihn nicht sieht. Angeht. Es kann nämlich passieren, dass dem einen oder anderen, gerade wenn er einen Knochenjob hat, sowas unter die Nase gerieben zu bekommen, wie wenig man wert ist, in Anführungszeichen, weil man ein Hundertstel von Ron verdient, der das auch noch mit Kopf in Nacken, runter die Plörre und Alge erwirtschaftet. Die von ihm betitelten Geringverdiener sind übrigens die Säulen der Gesellschaft, die uns tragen, ne? So Pfleger, Erzieher, Müllabfuhr, was weiß ich, das sind alles wertvolle Jobs. Seine Entschuldigung dazu war: Entschuldigung?
habt zu viel gesoffen und ihr habt mich doch alle missverstanden. Das war rein aus Emotionen heraus. Klar nenne ich dich dann, du Geringverdiener. Das Statement wurde beendet mit den Worten: Einige machen gerne aus einer Mücke einen Elefanten. Das ist wie man... Danke für euer Verständnis, finde ich auch sehr gut da in dem Zusammenhang. Entschuldigung beenden sollte. Also beginnen mit sorry und beenden mit: Ich habe gar nichts gemacht. Gar nichts. Ich habe nur 1500 Bier getrunken. Weil diese Stellungnahme nicht ganz so gut ankam, hat er noch eine gemacht. War auch nicht gut. Platz 1. Alles von Simex. Ich könnte wahrscheinlich eine Top 10 mit Statements von einem Bengel aus Barcelona hier füllen. Dieser Bursche ist die personifizierte schlechte Influencer-Entschuldigung. Er hat. Ist natürlich lustig, dass er das Video jetzt rausgebracht hat und kurz darauf hat, glaube ich, kam das Statement-Gewitter von Mois mit Vatermord und wie ist das andere? Entschuldigung an Maestro. Es war natürlich auch Statements, die, es waren ja nicht mal Statements, es war ja einfach sinnloses Gerede irgendwie von Mois, naja. Erfunden, das ist sein Werk. Niemand wurde so oft für dieses Video vorgeschlagen. Wirklich niemand. Ihr könnt mir übrigens gerne weitere Vorschläge machen für die anderen Teile, wenn die irgendwann mal kommen. Es begann alles damals mit Corona. Ein junger YouTuber gewährt einem todkranken Jungen sein... Muss man sich auch mal überlegen, ist gar nicht so lange her, Corona. Das hat, vor 3 Jahren hat das angefangen. 2020. März 2020. Man hat immer das Gefühl, das ist schon ewig her, dass das angefangen hat, aber das ist nicht so lang her. Einen letzten Wunsch. Mit Simex spielen. Nur, dass der Junge nicht todkrank war und mit dem aktuellen Kenntnisstand retrospektiv betrachtet wahrscheinlich auch nicht mehr mit ihm spielen wollen würde. Das Ganze war natürlich fake und trotzdem wurde er erst durch diesen Skandal bei mir auf den Plan gerufen. Vorher habe ich noch nie von ihm gehört. Sag Adresse, nee, Adresse, meisten, Adresse, sag Adresse. Hallo. Nachdem auch Monte Simex irgendwann für seine Scheiß-Videos kritisiert hat, wurde ein legendäres Meme geboren. Wie lange hat diese kinematografische Ankündigung, jetzt alles besser zu machen, gehalten? Ein halbes Video. Dann ging wieder alles von vorne los. Ey, du kannst dieses Meme wirklich überall verwenden. Selbst im echten Leben. Wenn du diesen Kontext berücksichtigst, dass du sagst, etwas besser zu machen, aber ganz genau weißt, dass du es einfach nicht besser machen wirst. Robin, räum endlich auf. Verstanden, mein Zimmer wird jetzt aufgeräumter. Robin, lass deine Socken nicht kreuz und quer in der Wohnung liegen. Verstanden, meine Socken werden jetzt weniger durch die Wohnung geworfen. Robin, hör auf, Müll in dich reinzustopfen. Verstanden, meine Ernährung wird jetzt besser. Ey, wer dem diese Ankündigung geglaubt hat, der wurde aber gehörig aufs Glatteis geführt. Was passiert, wenn man ein schlechtes Statement auf YouTube eingibt? Erster Vorschlag, Simex schlechtes Statement. Zweiter Vorschlag, Simex schlechtes Statement. Dritter Vorschlag, Simex schlechtes Statement. Wenn man verstanden sucht, ist das erste, was einem angezeigt wird, meine Videos werden jetzt besser. Simex wirft einen Beutel Hundelulu auf einen Radfahrer oder Bus. Ah, das war schlimm, das habe ich auch mitgekriegt. Ich schwör, ich hab getroffen. Woran erinnert mich das nur? Ja, das passt eigentlich. Stellungnahme zum Wurf von Simex, zusammengefasst. Ich hab gar nichts gemacht. Simex flunkert bei seinem Haus und gibt schlechtes Statement zum Leak, dass das Ding Airbnb ist, ab. Ich hab gar nichts gemacht. Simex beleidigt It's Asi TV. Gar nichts gemacht. Simex beleidigt Monte. Gar nichts gemacht. Simex bezeichnet Fortnite-Spieler als Juden und versteht das als Beleidigung. Du Jude. Gar nichts gemacht. Simex beleidigt Mutter von seiner Ex. Aber geht bitte nicht auf Mutter. Gar nichts gemacht. Versteht ihr jetzt, was ich meine? Und das war auch noch lange nicht alles. Aber für dieses Video zumindest. Gebt einen Daumen hoch oder Daumen auch hoch. Nicht. Vielen Dank nochmal an CyberGhost VPN fürs Sponsoren. Checkt den ersten Link in der Beschreibung. Auch mit der Werbung hier. Ich hab gar nichts gemacht. Gar nichts gemacht. Ach ja, legendär. Die Penny-Doku. Ja, gut, schlechte YouTuber gibt's ja wie Sand am Meer. Weil ich es kann. Weil ich es kann. Weil ich es kann. Bangerang Mann. Weil ich es kann. Weil ich es kann. Weil ich es kann.